So Leute, was geht ab? Coffee Time. Die Frage war einmal, das mache ich trotzdem noch für euch, die es wissen wollen. Ich habe 1 Liter auf 3000 Kilometer. Ich werde aus deinem PDF nicht schlau. Was meinst du mit 3 bis 5% dem frischen Motoröl beigeben, dass die immer wissen, worum es geht? Und jetzt kommt die Antwort, obwohl sie schon für ihn läuft. Also der Punkt ist einmal, du musst wissen, mit dem All-Stop ist das so, dass ich damit meinen Verbrauch um ungefähr ein Drittel bis ein halbes reduzieren konnte. Das ist immer ganz davon abhängig, wie man fährt, ob ich jetzt irgendwie ein Wochenende auf der Nordschleife fahre und da richtig am Gas geben bin oder ob ich nur, in, sag ich mal, entspannt fahre, 160 und so weiter. Da ist der Verbrauch relativ normal, dass sich das schon fast auf eine Hälfte reduziert hat von dem Ölverbrauch her. Wenn du da nicht schlau wirst aus dem Dokument, also das heißt, wenn du den All-Stop anwendest, den All-Stop kannst du immer anwenden, das heißt, egal in welchem Intervallzyklus du bist von deinem Motoröl, ob jetzt kurz vor Ende, sag ich mal, wenn du 4 Wochen vor Ölwechsel bist, kannst du auf jeden Fall den All-Stop noch einsetzen. Wenn du aber dann kurz danach einen Ölwechsel machen willst oder weißt, die nächste Woche machst du einen, dann würde ich auf jeden Fall schauen, dass du das dann erst im neuen Öl hinzugibst. Bezüglich der Menge, wie viel du brauchst. Also, du hast gesagt, du hast ein 325i, also da hast du, glaube ich, auch 6,5 Liter, so wie ich. Das heißt, wenn du jetzt mit 3 bis 5% All-Stop dem vorhandenen Ölvolumen hinzufügst, das heißt, du hast 6,5 Liter und möchtest jetzt 3% hinzugeben, dann sind das 200 Milliliter. Das heißt, du nimmst einfach 200 Milliliter von dem All-Stop und füllst das einfach in deinen Motor on top. Wichtig ist immer darauf zu achten, dass du deinen Motor nicht überfüllst. Das ist immer ein bisschen nachteilig, denn das kann scheiße sein, dass du deinen Motor halt zu voll machst und dadurch kann Schäden entstehen. Aber ich würde sagen, da aufgrund der Ungenauigkeit mit dem Ölmessstab ist es so, kannst du easy 200-300 Milliliter on top füllen, ohne dass du dir große Gedanken machen musst. Das heißt, selbst wenn dein Füllstand volle Pulle anzeigt und du jetzt in dem Fall nur 200 Milliliter zugibst, ist es immer noch alles handelbar für den Motor. Wie gesagt, die Berechnung eigentlich guckt, welches Ölvolumen du hast. Ich denke auch 6,5 Liter. Und dann rechnest du einfach aus, wie viel davon 3% oder 5% sind. Also die Anwendungsmenge ist halt 3 bis 5%. Du kannst auch 4% nehmen. Das heißt, irgendwas zwischen 200 und 300 Milliliter musst du deinem Motor hinzugeben, um mit dem All-Stop dann richtig den Effekt zu erzielen. Von mir aus mach 4%, dann sind es 250. Oder machst du ein bisschen weniger, dann sind es halt 200 Milliliter. Oder wenn du mehr willst, die maximale Dröhnung, dann machst du 300 Milliliter. Und das kannst du einfach dann den Motoröl beigeben, egal in welchem Zyklus du im Intervall gerade hast. Und ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Wenn du Fragen hast, frag, du bist live. Also nutz die Chance. So läuft das hier bei mir häufig. Also eigentlich war das gar nicht geplant. Ich wollte über was wollte ich denn reden? Über das Baktofin wollte ich gerade reden, weil mich da auch einer gefragt hatte, hey, ich habe mir das Baktofin geholt. Wie benutze ich das? Wie ist das mit der Anwendung? Und nach meinem letzten Video, was ich bei Facebook gepostet habe, hat einer, kam ja auch wieder, ja, Mikrokeramik bringt nichts. Hokus Pokus, Fidibus und so. Auf jeden Fall hat mich einer angeschrieben. Herr Mark, ich gebe das Mikrokeramik meinen 5-Zylinder 20V, 773 PS und 150.000 Kilometer hat der Motor gehalten. Und da war dann eben der Verschleiß gewesen. Aber ich hatte auch nicht zu jedem Ölwechsel genommen. Motor ist echt leiser geworden und irgendwie leichtfüßiger. Will er wieder verwenden. Nur bla bla bla. Und dann schicke ich hier mal ein paar Audios rein, mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Das Zeug ist schon gut und man merkt es auch 100%, aber man kann sich ja nicht mit Leuten darüber unterhalten, die denken, ja, ist klar, du weißt, was am Kopf hast. So. Ja, genau so ist das. Ja, die halt so hart skeptisch sind, die sollen dann ihre Meinung behalten und dann ist auch okay. Ne? Ich kenne das ja auch, aber ich kriege halt von vielen Leuten, die es halt das auch wirklich dann benutzen, immer wieder das gleiche Feedback, dass es was bringt, dass sie es ja, merken, dass sie gute Erfahrungen damit gemacht haben auch und so. Und ja, krass, dass du jetzt in der Schweiz bist, auch nicht schlecht. Hoffentlich lässt es dir auch ganz gut gehen und Ich bin Ende März, bin ich dann wieder für 2 Wochen in Deutschland. Und frage, kann ich das auch über dich beziehen? Ich möchte gar keine Prozente oder sonstiges haben. Dann brauche ich das nicht zu bestellen, Aber weißt ich du, muss dann dann komme bei ich nach einem Hamburg anderen oder hol dann das kommst du hier in dann. der Halle, zeige ich dir meine Projekte da.
sind da noch ein paar andere Autos, da mit 1.8T und VL6 Turbo und so alles. Und ja, musst du wissen. Dann können wir uns gerne treffen, dann kannst du noch ein paar Mark machen. Trinken wir noch einen Kaffee und dann können wir noch mal klönen. Würde mich freuen. Bin zwar schon 48, aber immer durchgeknallt. Pass auf, klar, kann man machen. Sag mir Bescheid, was du willst, dann kann ich das im Voraus irgendwie von Wagner ranholen und dann bringe ich das einfach mit, ganz entspannt. Ja, Alter, spart er sich verwandt in die Schweiz. Ne? Solange man immer noch jung im Kopf ist, ist das Wichtigste. Also wie gesagt, sag Bescheid, wenn du am Start bist und was du haben möchtest. Und ja, hast du Zugang zu hier Prüfstand und sowas, auch mit der Halle, mit in der Halle oder sowas? Das ist noch für mich so ein Projekt. Ich will mit meinem mal auf die Rolle. Mal gucken, was meiner so an Leistung rausholt. Jetzt, wo die dieser neu ist? Ja, so grundsätzlich mal als Gedanke. Aber können wir gerne machen, kein Thema. Nice, chilliger Dude. Ja, dann geht das Ganze halt ein bisschen weiter. Also wie gesagt, vielleicht treffen wir uns mal irgendwie Ende März oder sowas. Mal gucken, ob es so weit kommt, ob das Ganze funktioniert. Mittlerweile ist hier auch schon ein Licht ausgegangen, weil ich schon sehr lange am Film bin. Von daher, was sagt der Timer hier? Noch 2-3 Minuten. Also abonniert meinen Kanal, bleibt dran. Weiteres folgt. Ich will mit meinem Auto unbedingt auf die Rolle, jetzt wo dieser Zündkerzen, Zündspulen neu sind. Ich will wissen, was er drückt. Mal gucken, wie man das Ganze realisieren kann. Er kennt einen, der sagt, der ist gut. Ich habe auch schon ausgecheckt. Dynojet ist am Start. Mal gucken, wann es soweit ist. Also, Video geht gegen Ende. Ich hoffe, das war ein cooler Einblick für euch, mal ein bisschen mit mir hier zu chillen. Und das war's von meiner Seite. Abonniert den Kanal, lasst ein Like nach oben da. Bis denn. Haut rein, Jungs. Peace. Thank you.